was dann auch für eine Kraft dahinter steckt. Also die Kieler Woche ist wirklich eine der herausragendsten Segelsportveranstaltungen weltweit und ich glaube, das macht auch den besonderen Reiz der Kieler Woche aus. 9 Tage Segelspektakel im Zeichen der Vier Ringe. Spannende Regatten, viel prominenter Besuch, die legendäre Windjammerparade. Das ist die Kieler Woche 2011. Audi ist auch in diesem Jahr beim größten Segelsport-Event der Welt mit über 3 Millionen Besuchern wieder an Bord. Was uns fasziniert am Segelsport ist auch, dass der Sport sich im Moment auch in der Hightech-Richtung entwickelt hat. Und das passt natürlich ganz hervorragend zu Audi. Präzision, Dynamik, Materialität ist ein ganz wichtiges Thema für uns. Und so ergänzen sich letztendlich Audi und auch der Segelsport. Mit dem Tornado-Segeln, der schnellsten internationalen Klasse und der brandneuen Audi TP52 Segeljacht in Ultraleichtbauweise bietet Audi seinen Gästen auf der Kieler Woche ein echtes Rennerlebnis auf dem Wasser. Da bekommen selbst segelerfahrene Prominente wie Moderator Johannes B. Kerner Muffensausen. Mir ist Spaß versprochen worden, bislang ist Schiss das Hauptwort, was mir einfällt. Kein Wunder, die Audi TP52 ist eine echte Rennmaschine. Der fast 16 Meter lange Schiffsrumpf und das Deck sind zu 100% aus Carbonfaser gefertigt. Mit dem Schriftzug Audi Ultra auf dem gut 200 Quadratmeter großen Spinnaker macht Audi auch im Segelsport seine Leichtbaukompetenz sichtbar. Auch die DTM-Stars Martin Tomczyk und Miguel Molina fühlen sich auf dem Wasser fast wie auf der Rennstrecke. Der Segelsport, vor allem auch die Materialien, die dort verwendet werden, sind extreme Anlehnung am Motorsport. Vor allem sehr viel Carbon wird natürlich verwendet. Da sind wir auch beim Thema mit dem Ultralight, was ja auch im Motorsport vorrangig jetzt verwendet wird, um einfach gewichtssparend und reduzierend die Boote auch zu bauen und somit einfach noch mehr die Performance hervorzuheben. Aber auch an Land ist Audi aktiv am Geschehen der Kieler Woche beteiligt. Der Trailer-Service sorgt mit einer Flotte von 25 Audi Q7 für einen reibungslosen Transport der Schiffe zum Hafen in Schilksee. Auf der Audi-Showbühne finden täglich Live-TV und Siegerehrungen der unterschiedlichen Regatten statt. Die Probefahrten mit den aktuellen Modellen begeistern auch prominente Gäste wie Saskia Fester. Es gibt Schöneres, als mit einem Cabrio durch Kiel zu fahren. Die Schauspielerin aus München feiert auf der Kieler Woche ihre Segelpremiere. Sie fängt erstmal mit der kleinsten Bootsklasse an. Das Audi Opti-Sailing wird im Kieler Yachthafen normalerweise für Kinder angeboten. Für Saskia Fester wird heute eine Ausnahme gemacht. Ein bisschen ist mir das Ganze unheimlich. Hier sind so viele Boote und ich habe Angst, dass die mich rammen. Aber jetzt ist gerade gut, jetzt ist gerade schön. Ohne Zusammenstöße geht es zurück in den Hafen. Segeldebüt bestanden. Ich habe überlebt. Yes, I can. Hallo. Für die anderen prominenten Audi-Gäste wird es noch abenteuerlicher. Veronika Ferres wagt sich nach Autogrammstunde sogar bei echtem Schiedwetter auf die Ostsee. Auch Le Mans-Legende Emanuele Pirro und Turnerin Magdalena Breschka bekommen das unberechenbare Ostseewetter zu spüren. Und sie müssen sich nicht nur körperlich betätigen, sondern dazu auch noch Durchhaltevermögen beweisen. Die Langstreckenregatta, das silberne Band, gibt bis zu 24 Stunden lang. Und an Bord der TP52 gibt es keinen Promi-Bonus. Hier gilt gleiche Kost für alle. Ich versuche gerade Wassereis zu machen unter widrigen Umständen. Das Boot schaukelt hier ein kleines bisschen, dafür haben wir aber einen kardanischen Kocher. Und mit dem heißen Wasser werde ich dann exzellentes Freeze-dried Food kochen, sprich eine Mahlzeit zubereiten, die nach Spaghetti Bolognese mit Beef, also Fleisch, schmeckt. Bis tief in die Nacht hinein wird gesegelt. Und Magdalena Breschka und Emanuele Pirro scheinen ihr Abenteuer sichtlich zu genießen. Weniger Genuss, dafür Stress und Nervenkitzel herrschen an Bord der Audi TP52 bei der Aktion A Dream Comes True. Hier sind Audi-Kunden Teil der Segelcrew und bestreiten die Wettfahrten zusammen mit Segelprofi Tim Kröger und dem Audi-Sailing-Team Powered by All for One. Adrenalin pur. Die Profis haben es echt verstanden, hier aus unserem Team zu machen und daher haben alle Manöver perfekt geklappt. Gerade heute am letzten Tag fahren wir Manöver, die hätten wir uns am ersten Tag vielleicht nicht unbedingt zugetraut. Und das ist einfach großartig, zu sehen, wie
die Leute in ihren Positionen einfach wachsen und wie sie damit auch besser klarkommen und die Sicherheit auch gewinnen, so ein Boot auch dem auf einem sportlich hohen Niveau zu segeln. Absolut geile Aktion, a dream comes true. Really. 9 Tage voller Spannung und Segelsport hautnah. Fehlt nur noch der Höhepunkt einer jeden Kieler Woche, die spektakuläre Windjammerparade in der Kieler Förde. Wir sind gespannt aufs nächste Jahr, wenn es wieder heißt, volle Fahrt voraus für Audi.